Hi Leute, ja, es ist Sonntagabend und wir haben wieder ziemlich viel geschafft heute. Wie ihr seht, das Regal steht wieder, alles frisch gestrichen und geputzt. Durch die Küche gehen wir jetzt einfach mal ganz schnell durch, ohne irgendwas zu sagen. Und ja, der Gastraum sieht auch schon schön. Ja, es sieht noch ein bisschen chaotisch aus, aber es lichtet sich langsam. Wir haben zum Beispiel hier diese Borte abgenommen, oder wie auch immer das hieß, dieses Auflehn-Dings abgenommen. Da vorne auch. Dadurch wird der Raum einfach schon mal ein bisschen offener. Und was wir zum Beispiel auch abgenommen haben, ist hier oben dieses Weinregal. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das stand vorher da oben drauf. Dieses hier. Wo halt irgendwie der Grieche anscheinend seine Weine, ja, zur Schau gestellt hat. Die Polster haben wir alle geputzt, beziehungsweise hat Dagi alle geputzt. Und wir haben erstmal alles vorbereitet, soweit für Streichen. Morgen soll es losgehen. Ja, gerade war noch die Marike hier und hat uns ein paar Design-Tipps gegeben, beziehungsweise hat mit uns abgesprochen, was denn so gemacht werden kann. Auf jeden Fall sehr interessant, da werde ich auf jeden Fall noch mal einige Updates geben demnächst. Sehr schöne Ideen hatte sie auf jeden Fall. Ja, wir haben ziemlich viel geschafft heute. Trotzdem sieht es alles noch ein bisschen chaotisch aus vielleicht. Aber ich muss sagen, für mich auf jeden Fall lichtet sich das Ganze. Ich kann mir immer mehr vorstellen, wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen kann. Auch wenn jetzt die Farbe, die dran sein soll, jetzt noch nicht dran ist. Aber trotzdem, ja, wird auf jeden Fall immer besser. Ja, und Josef hatte heute seinen letzten Arbeitstag in Tölzhagen. Das heißt, ab morgen ist er dann auch endlich öfter hier, also ja, die ganze Zeit hier alleine in Anführungsstrichen zu sein, ohne ihn, da er ja auch ein Teil des Projektes ist, war irgendwie schon ein bisschen anstrengend, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass er ab morgen dann auch so richtig dabei ist und halt nicht nur über Telefon oder ja, am Wochenende. Wir sind jetzt zwar erst eine Woche ungefähr in Rostock, also ja, mehr oder weniger 7-8 Tage, aber was wir in der Zeit hier schon alles erstmal hier im Laden gemacht haben, beziehungsweise erlebt haben, beziehungsweise was wir schon alles an Leuten kennengelernt haben in dieser kurzen Zeit, ja, ist wirklich der Wahnsinn. Also es fühlt sich an, als wäre ich schon 2 Monate hier oder so. Also ist wirklich, ja, ziemlich krass. Ja, ich freue mich, dass es morgen endlich mit dem Malern losgeht, also endlich mal eine andere Farbe an der Wand zu sehen, würde mich wirklich sehr freuen. Und dann kann man auch die anderen Sachen, die dann so sind, einfach ganz anders beurteilen als jetzt. Also jetzt muss man sich immer noch ein bisschen vorstellen, wie es nachher in Grün aussehen soll. Auch wie das dunkle Holz quasi auf dieses Grün wirkt, muss man sich immer noch ein bisschen vorstellen. Und wenn die Farbe dann wirklich an der Wand ist, dann, ja, finde ich, kann man auch ganz anders über Deko nachdenken, ganz anders über alles, überhaupt alles andere nachdenken. Ja, war wie immer ein spannender Tag heute. Ich habe übrigens auch hinter der Heizung heute 2 Markstücke gefunden. Also kann man sich vorstellen, wie lange die Heizung nicht mehr sauber gemacht wurde. Dementsprechend sah es auch aus. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, in diesem Sinne, Leute, bis morgen und haut rein.